Und da kommen wir auch zu den Bildern. Oh, das solltet ihr gar nicht sehen. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerd7 Tech. Ich bin's, Ronny. Und ja, auch wir haben es endlich in der Hand, das Xiaomi 12 Pro. Ich muss, glaube ich, jetzt in dem Video öfters mal aufpassen, dass ich nicht immer Mi 12 sage, weil so hieß es früher in China. Für den europäischen Release hat ja Xiaomi den Namen noch mal ein bisschen angepasst. Und da wurde das Mi weggestrichen, weil Xiaomi Mi ist doch irgendwie so ein bisschen Zungenbrecher. Okay, wie gesagt, das ist die Pro-Variante. Die gibt es so für 830 Euro ungefähr als Import. Hat natürlich den neuen Snapdragon 8 Generation 1 mit an Bord. LTPO-Technik im Display, noch verschiedene andere schöne Funktionen, eine neue Rückseite und 350 Megapixel Kameras. Das Ganze, wie gesagt, ist nur oder aktuell noch die chinesische Importversion. Das heißt, Google Services müsst ihr selbst darauf installieren. Die Systemsprache ist nur in Englisch und Chinesisch verfügbar. Das ist jetzt nicht so prall. Und das LTE-Band 20 fehlt auch. Das heißt, je nach Region, wo ihr euch aufhaltet und telefoniert, habt ihr kleine Einschränkungen. Dennoch wollen wir euch mal einen Einblick darauf geben, was ihr bekommen könntet, wenn ihr das Xiaomi 12 Pro euch kaufen würdet. Und vor allen Dingen wissen wir dann ungefähr, was wir denn auch bekommen, wenn die europäische Version angekündigt wird. Fangen wir auf der Vorderseite an. Ja, es sieht natürlich, ich glaube, ich kann es immer wieder sagen, aus wie ein normales Smartphone, hat gekrümmte Display-Ränder, also ein Curved-Display. Das wird jetzt hier von Gorilla Glass Victus geschützt. Wie gesagt, die Lichtbrechung auf der Kante, die sieht man öfters mal. Deswegen sind nicht alle Freunde von gekrümmten Displays. Grundsätzlich sieht es auf jeden Fall stylisch aus. Bedienelemente an der Seite sieht man, Metallrahmen an der Seite. Da sieht man noch dann die entsprechenden Kunststoffstreifen, wo dann Antennen dahinter sitzen. Und dann haben wir hier auch die Rückseite in einem eher milchigen, bläulichen, gräulichen Ton und das große Kamerasetup. Und hier muss ich direkt einsteigen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich kann mich jetzt tatsächlich mit dieser Optik nicht so wirklich anfreunden. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ihr mögt es mögen, ich muss es nicht gut finden. Letztendlich geht es ja um das Gerät an sich. Aber es sieht halt doch schon mal anders aus, als die Geräte das halt vorher gemacht haben. Und halt eben dieser große 50-Megapixel-Hauptsensor, der ist halt schon sehr, sehr massiv auf der Rückseite vertreten. Wenn es jetzt um die Verarbeitungsqualität geht, gibt es hier nichts zu meckern. Alles ist aus einem Guss. Das Glas greift in den Metallrahmen ein. Die Rückseite ebenfalls aus Glas greift auch hier vernünftig in den Metallrahmen ein. Die Bedienelemente haben minimal Spiel, drücken sich aber sehr, sehr gut. Also ein haptisches Feedback bekommt man auch. Die Bedienelemente drücken sich sehr gut. Was die Kopflastigkeit angeht, ja, den Sicherungsfinger nenne ich es mal, den muss man natürlich schon hinten mit dran haben, damit es da nicht überkippt. Wie gesagt, das Display misst auch 6,73 Zoll. Also ist es schon ein relativ großes Gerät. Vom Gewicht her geht es noch. Ohne Hülle kommen wir auf 207 Gramm. Also alles noch im Rahmen für diese Displaygröße. Ja, und ansonsten liegt es, wie gesagt, gut in der Hand. Also da gibt es nichts zu meckern. Die Rückseite ist minimal rau und ist halt trotzdem relativ rutschig. Also spätestens mit ein bisschen schwitzigen Fingern wird euch das Telefon entgleiten. Ja, kommen wir zur Rückseite und also nochmal zur Rückseite und dem Kamerasetup. Hier oben steckt ein deutlich größerer Sensor drin als bei den normalen Smartphones verbaut. Es ist ein Sony IMX 707. Dann haben wir einen 50 Megapixel Weitwinkelsensor und nochmal eine Telekamera mit ebenfalls 50 Megapixel. Da habe ich jetzt allerdings keine Sensoren, wird wahrscheinlich dann auch mit Rang und Namen sein von Sony, irgendwas in die Richtung. Spielt, glaube ich, auch gar nicht so die Rolle, denn wichtig ist ja, wie die Bildqualität ist. Unten sind Sprungmarken, könnt ihr direkt hingehen, wenn ihr wissen wollt, wie es ist. Aber ihr dürft natürlich den Rest auch angucken. Und auf der Vorderseite haben wir einen 32 Megapixel Sensor mit einer Lochnotch, also relativ klein gehalten. Und weil wir schon gerade da sind, gucken wir uns das Display natürlich auch an. Ich habe es ja schon erwähnt, 6,73 Zoll Diagonale mit abgerundeten Kanten. Das Ganze ist ein AMOLED-Panel mit maximal 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das Ganze wird unterstützt dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz von der LTPO 2.0 Technik. Das heißt, das System kann selbst entscheiden bei der Darstellung, wie jetzt zum Beispiel, da bewegt sich nicht, da brauche ich die 120 Hertz nicht, sondern ich mache das nur mit 10 Hertz. Und das merkt man vielleicht auch am Flimmern jetzt von der Kamera. Man sieht hier so ein bisschen das Durchlaufen, dass sich die Bildwiederholfrequenz so ein bisschen ändert. Und ansonsten, wenn ich das aber benutze, dann, was ist das hier eigentlich? Chinesisch, was soll ich sagen? Achso, ja stimmt, App-Drawer haben wir ja nicht. Aber was dann halt eben das Durchscrollen angeht im System, dann ist das hier sehr, sehr smooth, sehr, sehr flott. Weil wir gerade von Display gesprochen haben, gehen wir mal bei YouTube rein, in die Kommentare zum Beispiel. Da sieht man dann, dass hier dann das wieder nur auf 60 Hertz reduziert ist und das halt eben nicht so schön geschmeidig läuft, wie das halt hier in den Einstellungen oder im System allgemein ist.
Genau, was die Helligkeit des Displays angeht, 1500 Nits Spitzenhelligkeit, die wir hier erreichen können. HDR 10 Plus, Dolby Vision werden selbstredend natürlich auch unterstützt. Eins darf man natürlich nicht vergessen, die Auflösung bei 3200 Pixel mal 1440 Pixel liegen wir hier. Ich kann die auch reduzieren in den Einstellungen, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber das Bild ist entsprechend auch natürlich gestochen scharf, Blickwinkel, Helligkeit und Co. Da gibt es hier natürlich auch gar nichts zu mosern. Kommen wir zu den Anschlüssen. Da liegen natürlich auch ein paar mit vor. Und zwar einerseits die Harman Kardon Lautsprecher. Einer unten, einer oben. Ist auch hier oben schön beschriftet. Ein Infrarotblaster gibt es hier oben natürlich auch noch. Dann gibt es einen USB Typ C 2.0. Also Videoausgabe ist immer noch nicht möglich. Sehr schade eigentlich. Und einen Slot für zwei SIM-Karten. 5G wird natürlich unterstützt. Wie gesagt, LTE Band 20 wird in der chinesischen Version nicht unterstützt. In der globalen Version habt ihr das natürlich nicht. Ansonsten, der Speicher ist nicht erweiterbar und entsprechend fallen die Anschlüsse dann sehr gering aus. Kommen wir zum Lieferumfang. Auf dem Display ist eine Schutzfolie schon aufgetragen. Es gibt natürlich eine SIM-Nadel und eben den SIM-Schlitten. Man sieht auch eine Gummierung am Rand. Allerdings eine Wasserdichtigkeit gibt es nicht. Die ist zumindest nicht angegeben. Also spritzwassergeschützt ist es. Dann sehen wir hier so einen fetten Wuppig. In dem Fall ein 120 Watt Netzteil, das den Akku von 4600 mAh in gut 20 bis 30 Minuten einmal komplett auflädt. Von 0 auf 100. USB-Typ-C-Kabel, das kennt man auch. Eine Silikonhülle gibt es auch mit bei. Also für die Erstauslieferung seid ihr auf jeden Fall völlig gut ausgestattet. Och, da läutet er schon auf, der Fingerabdrucksensor. Wenn ich Telefon nicht bewege, dann passiert nichts. Wenn ich einmal draufhalte, wird es direkt entsperrt. Das gefällt mir. Ich kann das natürlich auch hier nochmal nachmachen. Also so ein bisschen eine kleine Sekunde muss man den immer noch geben, aber es entsperrt sehr, sehr zuverlässig und auch ziemlich schnell. Aber so ganz kurz funktioniert nicht. Also man muss dem tatsächlich eine Sekunde geben. Aber ich denke, wenn man ein bisschen Ruhe mitbringt, dann geht das schon. Also nicht so wie ich gerade. Was ihr jetzt nicht gemerkt habt, ist das haptische Feedback. Das gehört zwar nicht zum Entsperren mit dazu, aber zieht sich komplett durch das System mit durch. Das heißt, so eine leichte Vibration, kurz, knackig, kernig, ist bei vielen Bestätigungen mit bei. Gefällt mir richtig gut. Dann gibt es natürlich noch die Face-Unlock-Funktion. Ich drücke jetzt mal hier drauf und da ist das Häkchen. Jetzt kann ich entsperren und bin auch im System. Auch das hat zuverlässig funktioniert. Wenn die Lichtkondition natürlich nicht mehr passen, dann wird es dann natürlich schwierig. So, genau, das funktioniert. Die Vibration finde ich echt toll. So, plupp, entsperrt. Sehr schön. Ihr habt es ja schon gesehen und ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, es handelt sich um die chinesische Version. Entsprechend gibt es hier natürlich einige chinesische Apps und den Play Store muss man zum Beispiel manuell installieren und die Sprache bleibt erstmal nur auf Chinesisch oder Englisch. Mit More Local 2 zum Beispiel kann man aber sagen, okay, wenigstens die Apps, die ich nachinstalliere, dann über den Play Store, die sollen dann auf Deutsch sein. Und ansonsten gehen wir in das System rein, über mein Device, MIUI 13 haben wir mittlerweile und es ist Android 12. Wir sehen dann da auch nochmal, ja, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen zu erwähnen, den Snapdragon 8 Generation 1. Octa-Core mit 3 GHz Leistung maximal und das sehen wir dann auch hier nochmal. Xiaomi 12 Pro, 8 GB RAM und da den Snapdragon Android 12 ist drauf. Der Sicherheitsupdate-Stand ist vom 1.11.21, MIUI-Version seht ihr auch. Und das dies und jenes und welches, das ist jetzt glaube ich gar nicht so interessant. Interessant ist dann eher so die Details, die sich dann hier verändert haben. Wir schauen aber erstmal ins Display rein. Einen Zeitplan, um den dunklen Modus aufzurufen, den gibt es natürlich auch. Wir können natürlich das Helligkeitslevel verändern. Es gibt auch einen automatischen Modus, ist klar, das ist nichts Neues. Es gibt auch so eine Art Sunlight-Mode, das heißt, den kann ich aktivieren, wenn die automatische Helligkeit deaktiviert ist. Also da hat man dann den Boost von bis zu 1500 Nits, beziehungsweise im HDR-Bereich, wenn ich da irgendwas in die Richtung anschaue. Die Farbgebung können wir natürlich ändern, da seht ihr dann auch direkt, was passiert, wenn einem das zu warm oder zu kühl ist, könnt ihr das machen, ihr könnt auch adaptive Farben angeben, ihr könnt das halt warm, kalt oder custom einstellen, also nichts Neues im Prinzip, ich stelle es mal wieder so, wie es war, damit es gleich bleibt und dann die Bildwiederholfrequenz liegt jetzt hierbei automatisch. Ich kann aber auch sagen, okay, ich möchte gerne 60 Hertz, 90 Hertz oder eben die ganze Zeit mit 120 Hertz. Ich habe es tatsächlich für den Test auf automatisch gelassen, weil ja mit dieser LTPO-Technik der Akku ein bisschen gespart werden soll oder geschont werden soll. Ob sich das jetzt letztendlich wirklich rauskristallisiert, das sehen wir natürlich auch noch. Und ansonsten habe ich die Möglichkeiten zum Beispiel unter Security zu sehen, was hier Phase ist. Und hier hat jetzt Xiaomi tatsächlich aufgebohrt, denn es gibt einen Shutdown-Bereich, es gibt ein Finde mein Gerät, SIM-Karten-Security, MIUI-Warnings, Emergency-SOS, Earthquake, also Erdbeben-Warnung. Man kann scannen, man kann Probleme lösen, man hat eine Payment-Security-Blockliste, Checklisten, was weiß ich und. Also die haben das Sicherheitszeugs alles mal ein bisschen mit verändert.
Hier muss ich allerdings sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das durch Android 12 gekommen ist, weil ich bis jetzt noch kein Android 12 Gerät in der Hand hatte, oder ob hier Xiaomi wirklich so ein bisschen was Eigenes drin hat. Das kann ich natürlich erst später beurteilen, wenn ich da wirklich noch ein Android 12 Gerät mal im Test hatte. Und ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, eine Menge einzustellen und anzupassen und. Aber wie gesagt, grundsätzlich Sprache hier in der chinesischen Version Englisch. Mit dem Eintreffen gab es auch ein Update, ne, System Performance, Improved System und Security Stability. Das wurde mit verändert. Ich gehe davon aus, beim nächsten Mal wird auch nochmal ein Update bei sein, wo drauf steht, jo, die Kamera wurde verbessert. Kommen wir aber auch gleich zu. So, keine Malware, keine Bloatware, keine Schadsoftware. Es sind natürlich ein paar Apps vorinstalliert, die nur auf den chinesischen Markt gehören. Das gehört, ist halt eben da auch die Herkunft. Aber was Schönes, WideWAN Level L1 wird erreicht. Allerdings muss ich hier direkt wieder sagen, Amazon Prime Video unterstützt es wieder nicht. Das heißt, auch das muss noch gefixt werden. Ob das jetzt für den chinesischen Markt eine Relation hat, ich glaube nicht, für den europäischen schon eher. Der SafetyNet-Check-Status in Bezug auf die Google-relevanten Tests ist mit dieser App einmal durchgefallen, weil er sagt, er kriegt hier keine Antwort vom Google irgendwas. Mit dem anderen Programm sagt er wiederum, ist es in Ordnung. Also wir konnten jetzt alles an Apps installieren über den Play Store, den wir manuell draufgezogen haben. Also da gab es keine Probleme. Lese- und Schreibraten, das ist natürlich auch ganz wichtig beim Lesen. 1330 MB pro Sekunde, beim Schreiben 344 MB. Und der Arbeitsspeicher läuft hier mit gigantischen 29 GB pro Sekunde durch. Das spricht für LPDDR5 RAM und UFS 3.1 Speicheranbindung. 1576 MB beim sequenziellen Lesen, beim Schreiben 1239, bei Random Read or Write fallen wir ein bisschen ab, aber wie gesagt, weit über der 200 bis 300 MB Marke. Wie gesagt, das sind richtig schöne Werte. Ansonsten habe ich das doppelt gemacht, warum auch immer. Dann haben wir das Kamera-API-Level, Level 3, mag sich vielleicht für die europäische Version auch nochmal ändern. Und dann haben wir die Performance, 956.575 Punkte. Das müsst ihr euch jetzt natürlich mal ganz hart auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben hier unter Antutu fast die 1 Million Punkte geknackt. Da fehlt nicht mehr viel. Bisschen was über 40.000 Punkte und dann hätten wir die 1 Million Marke geknackt. Was man auch sieht, ist hier unten dann die Wärme des Gerätes. Da sieht man hier schon 44,2 Grad und 43,6 Grad. Im Standardbetrieb sind wir bei 36 Grad, also ein spürbarer Anstieg der Wärme zu sehen. Hier sind wir bei 47 Grad auch. Die Leistung reduziert sich minimal, nachdem ich den Benchmark zweimal durchlaufen lassen habe. Und ansonsten sehen wir auch hier die Werte von Wildlife und vom 3D-Mark mit 12.629 Punkten. Geekbench 4.0 und 5.0, da unterscheiden sich die Punkte schon und man sieht schon, man hat hier verdammt viel Leistung, die man bekommt. Das Ganze hat aber auch so einen kleinen Nachteil und das sieht man dann an dieser Kurve. Und zwar die Drosselung des Systems in Nutzung. Dieser erste CPU-Stresstest von 15 Minuten wurde von mir durchgeführt, als ich die Benchmarks alle durchgeführt hatte. Das heißt, hier war das Gerät schon auf Betriebstemperatur und wir haben eine nutzbare Leistung noch von 64%. Das ist jetzt ganz hart genommen mit das schlechteste Ergebnis seit Jahren, was ich bei so einem Gerät habe. Allerdings ist die minimale GIPS-Summe hier unten immer noch so wie bei einem Snapdragon 888 im schlechten Fall. Und die Grundsumme ist auch meistens ein bisschen höher. Aus dem normalen Betrieb rausgemessen, merkt man, okay, das läuft ein bisschen besser und dann ab Minute 7, 8, 9 oder so nimmt es dann auch mit der Abwärme zu. Aber wie gesagt, das ist ein Test, der das System komplett zu 100% auslastet und entsprechend ist das jetzt für den Alltag gar nicht so aussagekräftig. Und auch nach dem Booten sah es dann nicht anders aus. Das mag jetzt tatsächlich ein bisschen schrecklich dastehen und es gibt auch Apps, die das dann schaffen, zu sagen, okay, ich bin zu heiß geworden, ich kann das jetzt nicht zu Ende durchführen. Aber hier muss ich dann direkt Entwarnung geben, denn im normalen Alltag, wenn ich, egal was ich jetzt damit mache, ob ich spiele, ob ich das Ding nur normal benutze, ob ich damit jetzt meinetwegen die Kamera nutze und so weiter, ist mir das nicht zu heiß geworden. Ich kann jetzt natürlich nicht für den Sommer sprechen, wo wir draußen 30, 40, 50 Grad haben, keine Ahnung. Das geht natürlich auf das Gerät auch mit einher, plus hohe Helligkeit, aber ich sag mal, wenn es nicht überhitzt und komplett stillgelegt wird, wie es jetzt hier zu sehen ist gerade, dann habe ich kein Problem. Bei Spielen zum Beispiel wie Call of Duty und Co., da bin ich bei 35 Grad gewesen. Da hat das System komplett gechillt, war dem total egal. Nur bei so einem Hardcore-Benchmarks und Tests, da kann ich den dann wirklich aus der Raison bringen. Ich kann den zum Drosseln bringen. Aber das ist jetzt die Frage, mache ich das im normalen Alltag? Allerdings muss man einfach sagen, der Snapdragon 888 aus dem Vorjahr, der hatte schon so ein bisschen Hitzeprobleme und auch so ein bisschen Überhitzungsprobleme zum Teil, je nachdem, wie der Hersteller das gelöst hat.
das ist jetzt nochmal ein bisschen massiver geworden. Der ist zwar in 4 Nanometer gefertigt, ist nochmal ein bisschen schneller im Kern, aber nur ein Hauch schneller als das Vorjahresmodell. Und ob man jetzt die gesamte Leistung immer braucht, wie gesagt, das stelle ich gerne in Frage. So, kommen wir dann wieder mal zum WLAN. WLAN 6 wird unterstützt. Bestnoten haben wir jetzt hier nicht erreicht. 482 Mbit in der Sekunde haben wir jetzt hier gehabt. Dafür ist das Signal sehr, sehr stabil und sehr auch gut, was die Übertragung angeht. Und ansonsten unser normales Internet, was wir nutzen können, VDSL 100, wird natürlich auch komplett ausgereizt. Hier gibt es keine Probleme. GPS, auch das funktioniert. Hier unten seht ihr dann GPS, GLONASS, Galileo, Baidu und ein paar andere Satelliten, die wurden schnell gefunden. Ein GPS-Fix muss ich nicht durchführen. Die Genauigkeit liegt Snapdragon oder Qualcomm-mäßig immer bei 3 Meter. Und ansonsten zum Navigieren taugt das absolut. 77 haben wir im Blickfeld, 63 davon nutzen wir. Also da habt ihr definitiv keine Probleme. Der Hardware-Kompass Nordfire funktioniert auch so, wie ich mir das wünsche. Und genau so muss es sein. Ja, Bluetooth 5.2, NFC, Stereo-Lautsprecher, 5G, 4G, 3G, all das wird unterstützt. Wie gesagt, bei der Frequenz LTE-Band 20 fehlt hier bei der chinesischen Version. Ich konnte mit telefonieren, hat gut funktioniert, Empfang war auch in Ordnung, Gesprächsqualität war auch gut, also hier gab es auch keine Probleme. Dann kommen wir auch zu der Kamera-App. Und die sieht aus, wie sie halt eben aussieht. Es gibt einen Pro-Modus, es gibt den Videomodus. Hier oben im Videomodus kann ich dann einen Stabilisierungsmodus nehmen, der nennt sich Steady Video. Und da kann ich noch einen draufdrücken, dann kriege ich Steady Video Pro. Das ist dann leider nur noch ein Full HD, wird dann aber halt noch mal ein bisschen mehr stabilisiert, als es ohnehin schon getan wird. Im Videomodus habe ich dann die Auswahl auch von 8K mit 24 Bildern in der Sekunde. Bei 4K bin ich auf 60 reduziert oder limitiert. Und Full HD 60 oder noch niedriger, aber das nimmt man da wahrscheinlich nicht auf. Dann gibt es hier noch eine kleine Besonderheit und zwar kann ich auch in HLG aufnehmen bzw. in HDR 10 Plus, wenn ich das möchte. Das muss ich hier natürlich anklicken und das macht natürlich nur auf entsprechenden Geräten oder nach einer Farbkalibrierung auch Sinn. Der Normaluser wird es wahrscheinlich gar nicht nutzen. So, Fotos, Videos, Bilder, alles ganz normal, Weitwinkel, zweifach optischer Zoom und eben der normale Modus, Porträtfunktion, wo dann hier der Beautyfilter immer erstmal ausgeschaltet werden muss. Das solltet ihr auch beachten, wenn ihr ein Xiaomi-Gerät benutzt. Und unter More gibt es natürlich den nativen 50-Megapixel-Sensor. Der bringt natürlich ein bisschen mehr Qualität als das, was per Pixel-Building runtergerechnet wurde. Großartige Sonderfunktion, ja, so ein bisschen Vlog hier oder da, das muss man noch mit runterladen. Ansonsten lange Belichtungszeit oder den Nachtmodus, das findet man hier. Auf eine Makrokamera muss man zum Beispiel verzichten. Ansonsten Frontkamera Full HD, 30 Bilder pro Sekunde, brauche ich nichts zu erzählen, den Rest gucken wir uns an. Und da kommen wir auch zu den Bildern. Das solltet ihr gar nicht sehen. Aber ja, auch das stammt von dem Xiaomi 12 Pro. Und ich glaube, hier sieht man schon, dass es gute Bilder macht. Wenn wir dann in den Außenbereich reingehen, merken wir aber, dass das Bild zum Teil ganz schön hell ist und ja, etwas überbelichtet ist. Der Dynamikumfang arbeitet jetzt hier nicht so gut. Das spiegelt dann auch die nächste Aufnahme wieder, die ich dann mal mit HDR gemacht habe und ohne HDR. Hier fehlt es einfach an Konturen und Strukturen und einfach dem Kontrast. Also das ist einfach zu hell. Hier sieht man es ein bisschen besser. Auf dem nächsten Bild haut es dann wieder nicht hin. Also hier muss Xiaomi auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachbessern, was die Software angeht. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein Einblick in die chinesische Version, die europäische Version, die für Deutschland dann irgendwann mal rauskommt. Die kann dann schon wieder ganz anders aussehen. Das ist der zweifach optische Zoom. Da gehen wir nachher auch noch ein paar Mal drauf ein. Das ist eine normale Aufnahme. Auch die ist hier zu hell. Wie gesagt, ich habe die Bilder mehrfach gemacht und auch mal ohne HDR. Da muss auf jeden Fall, wie gesagt, nachgebessert werden. Ansonsten sehen die Bilder aber gut aus. Die Bildschärfe ist in Ordnung. Die Details sind vernünftig. Alles, was man so sieht, sieht vernünftig aus. Aber wie gesagt, es wirkt einfach noch ein bisschen zu hell und zum Teil die Farben auch ein bisschen zu kräftig. Was mir dann halt gut gefallen hat, ist wirklich die Abtrennung zwischen Vorder- und Hintergrund, was jetzt auch den Himmel angeht. Also die Durchzeichnung in den Bäumen, die ist gut. Das ist übrigens eine Weitwinkelaufnahme. Man sieht am Rand nur eine leichte Verzerrung, hier oben nur eine leichte Verzerrung. Ansonsten fällt das kaum auf. Also irgendwie schon. Aber durchweg ist das tatsächlich ein wirklich guter Weitwinkelsensor, der auch eine vernünftige Qualität und auch einige Details mehr bietet als die normalen Sensoren, die das sonst als Weitwinkel immer gemacht haben. Also hier muss man sagen, jo, Hut ab, das sieht vernünftig aus, aber auch hier, wie gesagt, im Kern etwas zu hell. Ja, zweifach optischer Zoom. Auch das ist der zweifach optische Zoom und auch hier nochmal der zweifach optische Zoom, wobei das Bild eigentlich das einzige ist, was mir so richtig gut gefällt, obwohl hier das immer noch trotzdem, ich habe es schon mehrfach gesagt, einfach noch zu hell ist. Ich hoffe, da wird nachgepatcht. Dann haben wir die Porträtfunktion. Rechtsseite sieht man von meiner Hand, da hat es funktioniert, auf der linken Seite hat es nicht funktioniert, da hat es die Software nicht erkannt, aber das Bild mit der Porträtfunktion sieht spitze aus. Hier haben wir dann wirklich
Schärfe, Details, Konturen, Strukturen, vernünftige Farbgebung, auch ein leichtes Rot mit drin, so wie das halt im Gesicht ist. Die Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund gelingt ziemlich gut. Gut, hier am Pferdeschwanz hinten ist es vielleicht nicht ganz getroffen, aber das Bild ist wirklich top. So stelle ich mir ein Smartphone für die 800 bis 1000 Euro Klasse vor. Bei der normalen Aufnahme ohne Porträt, da verblasst das Bild dann schon wieder. Da ist wieder so, ich sag mal typisch Xiaomi, so ein leichter Filter mit drauf. Eine ganz leichte Überbelichtung an der Stirn ist auch zu sehen, aber Bildschärfe und Co. sieht trotzdem gut aus. Obwohl ich, wie gesagt, ein bisschen blass aussehe, das sieht tatsächlich natürlicher aus. Ja, Frontkamera auch gut, aber hier das übliche Problem mit der Überbelichtung. Natürlich entsprechend an der Stirn auch, aber Bildschärfe ist auch völlig in Ordnung für eine Frontkamera. Gut, 32 Megapixel, da erwartet man wahrscheinlich ein bisschen mehr. Porträtfunktion klappt auch, ist nicht ganz sauber abgetrennt, aber ich habe jetzt wirklich so die tiefste Tiefe genommen, die man jetzt so nehmen kann. Da passt es. Mit meinen Haaren ist natürlich ein bisschen schwierig per Software, aber das passt. Ja, bei Lowlight-Aufnahmen wird es natürlich mit der Frontkamera dann nicht mehr so krass. Durchweg sieht das aus wie Beautyfilter drauf, da kann die Kamera nicht mithalten. Können die meisten nicht, das muss ich dazu sagen. Es ist in Ordnung, man kriegt ein Bild raus, fertig. Eine normale Nachtaufnahme ohne Nachtmodus, man sieht hier das Grundrauschen an den Stellen. Man muss auch sagen, dass die Quelle hier die einzige Lichtquelle ist, die es jetzt in dem Raum gerade gibt. Mit dem Nachtmodus merkt man, ja, hier nimmt man das ganze Grundrauschen ein bisschen raus. Es fehlt natürlich noch irgendwo an Details, aber da, wo nichts ist, was nicht aufgenommen werden konnte, kann die Software natürlich auch nichts rausrechnen. Was mir gut gefällt, ist dann halt die Schärfe, die hier unten dann bei den Blu-rays und 4K-Filmen und Steelbooks mit zurande kommt. Das sieht vernünftig aus, also wie gesagt, den Unterschied sieht man definitiv. Und hat man ein bisschen mehr Licht zur Verfügung, dann ist es natürlich weniger das Problem. Was dann aber auffällt, sind diese Reflexionen auch hier von oben, die jetzt in der Linse sich widerspiegeln, aber die Qualität im Nachtmodus steigert sich nochmal so ein bisschen, also Konturen, Farbe und so weiter wird ein bisschen angezogen, Helligkeit an bestimmten Stellen wird reduziert. Das ist eine normale Nachtaufnahme, also mit dem Nachtmodus. Das ist eine normale Nachtaufnahme im Nachtmodus und dazu nochmal den Blitz. Da sieht man schon, glaube ich, den Unterschied, dass das nochmal ein bisschen aufhält. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da braucht sich Xiaomi nicht verstecken. Da haben wir die Videoaufnahmen. 4K mit 60 Bildern pro Sekunde ist nicht das höchste der Gefühle. Man kann auch 8K aufzeichnen, habe ich jetzt darauf verzichtet, weil ich glaube, der Nutzwert ist sehr gering. Elektronisch und optisch stabilisiert, allerdings beim Gehen auftreten ein zitterndes Bild. Das hat mir nicht gefallen. Auch die Bitrate ist zu gering. Wie gesagt, die Stabilisierung soweit ist in Ordnung. Wenn ich nur von links nach rechts schwenke, passiert das. In der Bewegung habe ich halt ein zitterndes Bild. Die Farben wirken hier zum Teil ein bisschen kühl, ein bisschen blass. Wobei trotzdem, wenn ich da bestimmte Sträucher mir angucke, zu viel Farbe drin ist. Die Videoqualität ist jetzt im normalen Durchschnitt, haut mich jetzt aber nicht vom Hocker. 4K 30 FPS sieht auch nicht großartig anders aus. Da bleibt es das Gleiche. Es wirkt dann halt nicht mehr ganz so flüssig wie mit 60 Bildern pro Sekunde. Auch hier so eine leichte Überbelichtung. Das gesamte Bild ist halt auch hier noch ein bisschen zu hell. Dann gibt es einen Steady-Video-Modus mit Full HD und 30 Bildern in der Sekunde. Es ist nur noch Full HD, sieht natürlich nicht mehr schön aus, ist ein Hauch besser stabilisiert. Aber auch hier haben wir das Zittern. Das Bild ist auch so ein bisschen reingekroppt. Dann gibt es noch einen Steady-Modus Pro. Das ist dann quasi der Weitwinkel in Full HD mit Stabilisierung. Aber das sieht nicht mehr schön aus. Es hat einfach nur Full HD und das halt wieder mit wenig Bitrate und wenig Bildinformationen. Das hat mich jetzt wirklich nicht umgehauen. Und es gibt noch einen Steady-Modus Pro, auch in Full HD 30 FPS. Also ich springe auch gerade auf. Autofokus mal ganz kurz. Was den Ton anging, 98 Kbit pro Sekunde im Stereo-Verbund ist jetzt auch nicht so toll. Da hätte man auch eine bessere Mikrofonqualität nutzen können. Also das ist nicht so toll. Die Frontkamera bietet auch nur eine Full-HD-Aufnahme, allerdings stabilisiert. Das sieht gut aus, muss ich sagen, aber 4K wäre hier wünschenswert gewesen. Die typische Überbelichtung am Himmel, an der Stirn, die ist auch hier bei der Frontkamera gegeben. Genau, das dann erstmal zu der Kamera. So, Genshin Impact, auch hier kurz die Lautsprecher. Ja, aber links, aber rechts, also eine schöne Verteilung. Es dürfte natürlich gerne ein bisschen mehr Tiefgang haben. Von der Lautstärke her merkt ihr schon, der zieht schon noch ein bisschen an. Liegt jetzt natürlich mit am Spiel, aber klingt vernünftig. Schauen wir, oh, siehst du, ich sag's ja. Schauen wir in die Option rein. Unter Grafik. Das heißt, einmal komplett alles hochgerissen mit 60 Bildern. Das Einzige, was ich ausgelassen habe, ist Anti-Aliasing, weil ich finde, das brauche ich jetzt nicht zwingend und das kostet noch mehr Leistung. Aber das Schöne ist, wenn wir da drauf drücken, sehen wir, wir haben ungefähr 55, 60, 50 Bilder in der Sekunde, die hier dann errechnet werden. Und das ist, finde ich, für diese Darstellung schon sehr, sehr geil. Was man jetzt natürlich auch merkt, ist auch eine leichte Abwärme, die ansteigt. Genshin Impact ist natürlich eins der Spiele, die jetzt sehr, sehr viel Leistung abverlangen. Und natürlich das System dann vielleicht doch über einen kürzeren oder längeren Zeitraum vielleicht irgendwann zum zum Drosseln bringen, so rum. Das kann ich jetzt natürlich beurteilen, weil so viel zocke ich dann doch nicht.
Wie gesagt, bei Call of Duty & Co. lief auch alles geschmeidig, höchste Details, 60 Bilder pro Sekunde, ganz, ganz geschmeidig. Und da war das Gerät dann halt eben bei 35 Grad. Hier können wir gleich nochmal nachmessen, wenn wir das noch ein paar Sekunden laufen lassen. Aber so wie gesagt, läuft es eigentlich ziemlich gut. Ein paar kleine Nachladerucker gibt es auch. Aber wie gesagt, das ist die höchste Darstellung, die man machen kann. Und ich finde das schon phänomenal, was so ein kleines Smartphone eigentlich darstellen kann. So, 38 Grad haben wir jetzt hier auf dem Display. Drehen wir das nochmal um. Zack, und hier auch noch auf der Rückseite. Und da sind wir jetzt bei 37, 38 Grad. Vielleicht ein bisschen steigend. Aber wie gesagt, das ist alles noch absolut im Rahmen. Aber wie gesagt, mit der Zeit, mit der ich denn spiele, da wird sich das nochmal ein bisschen verändern. Und induktiv kann ich das Ganze auch beladen mit 50 Watt. Das Netzteil mit dem Adapter wackelt jetzt gerade, deswegen gibt es gerade die Aussätze. Normalerweise zieht er das durch. Wie gesagt, mit 50 Watt induktiv beladen, das ist schon sehr, sehr flott und eigentlich sogar schneller als so ein iPhone oder ein Samsung Galaxy S21. Reverse Charge wird mit 10 Watt unterstützt und wie gesagt, wenn ihr das 120 Watt Netzteil benutzt, seid ihr in 20 Minuten von 0 auf 100 wieder komplett geladen. Also sehr, sehr, sehr schnell. Produziert natürlich entsprechend auch ein bisschen Abwärme am Gerät, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. 4600 mAh sind jetzt im Android-Bereich eher der Durchschnitt momentan. 5000 mAh wären vielleicht cooler gewesen. Was man auch sieht ist, man kann den Akku auch relativ schnell runterlutschen, das geht. Ich bin jetzt bei 34%, habe das heute natürlich nochmal komplett am Tag benutzt und ihr seht so, das Display hat so mal geschmeidig 53% davon verbraucht bei 4 Stunden, knapp 5 Stunden Display-Anzeit. Daran merkt man schon, die Display-Anzeit kann jetzt hier nicht so wahnsinnig hoch sein. Also einerseits, das Display ist groß, das Display ist hell, der Prozessor, klar, auch in 4 Nanometer fertig, braucht ein bisschen Strom, Stereo-Lautsprecher und Co. Empfang hier und da und dann ist am Tagesende, wenn man ein bisschen das Gerät auch fordert, ist dann schon Ende. Wer jetzt ein bisschen gemächlicher mit seinem Smartphone umgeht, der kommt so anderthalb Tage mit hin. Mehr wird es aber nicht werden. Das ist halt einfach gemessen daran, mit der ganzen Technik, die hier drin steckt, die braucht einfach Strom. Und gerade dann, wenn ich halt viel unterwegs bin und außerhalb des WLANs dann Empfang brauche und vielleicht einen empfangsschlechten Bereich habe oder halt eben eine hohe Helligkeit brauche, weil es draußen hell ist, dann reduziert sich der Akkustand natürlich immer noch relativ schnell. Wer die Auflösung dann vielleicht auf 2400 Pixel runter reduziert und vielleicht dann auch nur mit 60 Hertz das Ganze benutzt, kann hier vielleicht nochmal ein, zwei Stunden mehr rausholen. Aber wozu habe ich so eine hohe Auflösung und so eine hohe Bildwiederholrate, wenn ich sie nicht nutze? Also entsprechend wird man wahrscheinlich dann einfach am Tagesende dann einfach wieder aufladen müssen. Aber wie gesagt, das nimmt nur halt eine halbe Stunde Zeit in Anspruch. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem ist es irgendwie so, der Anspruch an einen selbst ist wahrscheinlich, ich würde gerne 2 Tage mit einem Smartphone hinkommen. Kann mit Glück hier natürlich auch passieren, liegt aber wie gesagt an eurer Nutzung und wie, welche Apps und so weiter und so fort. Und je länger ich ein Telefon benutze, umso mehr Apps sind drauf, umso mehr Apps brauchen Strom und Internetzugang und. Und irgendwann ist man in der Spirale und muss sich halt jeden Tag laden. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wie gesagt, es ist momentan nur die chinesische Version. Das heißt, wir haben hier einfach ein paar Makel in. Das heißt, LTE-Band 20 fehlt, chinesisch-englische Schrift oder Sprache, beziehungsweise wir haben halt keinen Google Play Store drauf, den wir manuell draufpacken müssen. Wenn man das jetzt mal beiseite lässt, bekommen wir hier schon ein ganz cooles Telefon, ohne Frage. Mich persönlich haut es jetzt irgendwie nicht vom Hocker, weil nach dem Mi 11 Ultra, da kommt erstmal nichts in die Richtung. Also man hat jetzt, klar, vielleicht kommt hier nochmal ein Xiaomi 12 Ultra, weiß ich nicht, das dann vielleicht auch wieder mit einem Display auf der Rückseite ist. Man ist weg von den ganz großen Sensoren, man hat sich jetzt auf einen 50 Megapixel Sensor verringert, der halt eben auch ein größeres Bildformat mitbringt und auch mehr Helligkeit aufnehmen kann. Das sind alles coole Features, aber die Kamerasoftware muss meiner Meinung nach noch angepasst werden. Das ist halt einfach beim Importpreis von um die 800 Euro erwarte ich schon eine Menge und wenn ich weiß, dass der EU- oder deutsche Preis dann wahrscheinlich 100, 150 Euro höher ausfällt, vielleicht sogar noch mehr, dann muss das einfach nur ein Gesamtpaket deutlich runder sein. Und auch was das runde Gesamtpaket angeht, diese IP68 Zertifizierung, die in dem Preissegment eigentlich Standard ist, die gibt es hier auch noch nicht. Klar, das Gerät ist wassergeschützt in irgendeiner Art und Weise, IPX4 wahrscheinlich, aber IP68 wird dann doch verlangt. Induktives Laden mit 50 Watt, 120 Watt Schnellladen ist alles super, alles toll. Auch ein wirklich tolles Display, die LTPO-Technik funktioniert, obwohl ich das Gefühl habe, dass sie jetzt gar nicht so viel mehr Zeit an Displayzeit rausbringt. Aber das Display selbst ist wirklich top. Die Lautsprecher sind auch in Ordnung. Da könnte gerne ein bisschen mehr Tiefgang sein. Von Dolby Atmos brauchen wir nicht reden, das bleibt Stereo. Vom Design her, ich habe schon gesagt, ich bin jetzt kein großer Freund von Curved-Rändern, beziehungsweise auch nicht unbedingt von der Optik der Rückseite. Grundsätzlich erfüllt es ihren Zweck. Hat man eine Hülle drum, sieht man das so oder so nicht mehr. Also ist schon ein ganz cooles System, aber es gibt halt eben so ein paar Punkte. IP68, Frontkamera, 4K-Aufnahme, das wäre auch ganz geil gewesen. Und halt eben nochmal eine bessere Kühlung des Systems. Vielleicht kommt
kommen das mit anderen Geräten? Andere Hersteller machen es vielleicht dann besser, kann ich aktuell noch nicht sagen. Und der optische Zoom mit Zweifach ist dann letztendlich auch so ein bisschen Rückschritt zu der 11er Reihe, weil da hat das Ultra dann einen Fünffach-Zoom gehabt und das fand ich toll. Hier hat mir der Zweifach-optische Zoom auch nicht so gut gefallen. Genau, da waren jetzt natürlich noch ein paar Negativpunkte mit bei. Ich denke, ich bin trotzdem auf alles eingegangen, auch wenn es nur ein Einblick war in die chinesische Version, war es sehr ausführlich. So ist es halt. Umso kürzer können wir vielleicht das Review dann fassen, wenn wir mal eine europäische Version bekommen sollten, was ich jetzt allerdings nicht glaube. Dann haben wir natürlich noch die Social-Media-Dinge, so wie Facebook, Instagram, Twitch und Twitter und TikTok. Da sind wir überall zu finden. Unterstützt uns gerne, folgt uns, liked uns, teilt uns, kommentiert uns. Ja, genau. Hauptkanal abonnieren, also nerdseven.de, beziehungsweise unsere Webseite gerne anschauen. Auf nerdseven.tech seid ihr ja gerade, auch da gerne abonnieren und folgen und kommentieren. Und dann gibt es noch einen Drittkanal mit dem Best of Nerdseven, das heißt so Blooper-Fails und so weiter, die heute ganz viele mit bei waren, die wird es dann da zu sehen geben. Marci freut sich schon zum Cutten, ne? Ja, korrekt. Ja, korrekt, genau. Und ansonsten, wie gesagt, nutzt die die Kommentarbereich-Funktion und alle relevanten Links sind unter dem Video auch vorhanden. Und also, genau, ihr wisst, was ihr machen müsst. Bis denn.